Für Linda Dörendahl ging es hinein in die Halle Bergfidel. 1400 Zuschauer wollten miterleben, ob der USC Münster den letzten Strohhalm für die Playoff-Teilnahme ergreifen konnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass es ein wahrer Krimi werden würde. Münster begann recht konzentriert. Ashley Benson mit dem 1:0 für den Gastgeber. In den folgenden Minuten ging es positiv weiter. Wiederum sorgt Benson für den Punktgewinn. Insgesamt merkte man, dass der Auswärtssieg in Suhl den Unabhängigen neue Kraft eingeflößt hatte. Wir schauen mal auf Laura Dekemer. Gute Vorlage für Lonnike Slotjes und erneut Punkt für Münster. Doch der Tabellenneunte aus Potsdam steigerte sich von Minute zu Minute. Die Brandenburgerinnen machten es Münster schwer und hielten so die Partie offen. Auch die Zuschauer wollten nun mithelfen. Früh standen die Fans in der Halle auf, um den USC zu unterstützen. Doch für die Roten wurde die Begegnung immer zäher. Potsdam machte die Mitte zu, Punkt für die Gäste. Und damit ging der erste Satz mit 25:23 an den SC. Co-Trainer Till Kittel musste seinem Team noch einmal begreiflich machen, worum es an diesem Tag eigentlich ging. Münster begann in Durchgang 2 erneut konzentriert. Ines Barton mit dem Punkt. Ja, und dann muss sie raus. Die Freude. An so etwas versuchten die USC-Damen sich hochzuziehen. Die Gastgeberinnen nun auf dem richtigen Weg, denn Potsdam leistete sich zusätzliche Fehler. Das spielte Münster natürlich in die Karten. Doch dieses Spiel war ein Abbild der gesamten Saison. Nach Höhen kommen ziemlich schnell auch wieder Tiefen. Sprich, Potsdam fand zurück in die Partie und Münster fiel spielerisch ab. Die Folge, auch Durchgang 2 ging mit 25:21 an den Gast. Bange Blicke natürlich bei den anwesenden USC-Fans. Nun musste schon ein Wunder helfen, damit der USC diese Partie noch herumreißen konnte. Und es schien so, als könnte Münster das Unmögliche wahrmachen. In dieser Phase lief besonders Lonnike Slotjes zur Höchstform auf. Die große Angreiferin machte ganz wichtige Punkte, doch es blieb kein Selbstläufer. Potsdam wehrte sich mit Händen und Füßen, doch am Ende Münster mit dem längeren Atem und Ashley Benson. Am Samstag musste dann auch noch etwas Glück erhalten und der USC entschied Satz 3 mit 25:18 für sich. Der vierte Satz war ebenfalls hart umkämpft, doch auch hier machte Laura Dekemer mit dem 25:18 den Deckel drauf. Der fünfte Satz, der Satz Tiebreak, musste die Entscheidung bringen und Münster ließ sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Beim Stande von 14:11 hatte der USC die ersten Matchbälle. Laura Dekemer sorgt für den Schlusspunkt, Münster gewinnt mit 3:2 und hat nun alle Chancen auf die erneute Playoff-Teilnahme. Also Potsdam hat sehr stark gespielt zu Beginn. Wir waren sehr hektisch an der einen oder anderen Stelle, haben zu viele leichte Fehler gemacht und das war ja schon ein bisschen schade. Wir haben die letzten Wochen wirklich immer ganz gute Leistung gezeigt, daran konnten wir nicht anknüpfen. Ja, umso glücklicher bin ich, dass es uns dann ab dem dritten wieder gelungen ist. Ja, war mir nicht bewusst, dass es der erste Heimsieg ist, aber es war auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel und dann heute mit dem glücklicheren Ende für uns. In Playoffs ist alles wieder offen, also dann haben wir wieder die Chancen, um alles wieder gut zu machen.